Ja, meine Freunde, erstmal schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum erneuten Video hier auf diesem Kanal. Ich habe mir die Tabelle nochmal richtig angeguckt gestern nach dem Düsseldorf Game. Und drei Mannschaften haben den Aufstieg bzw. die Relegation in der eigenen Hand. Heute könnte Schalke den Aufstieg klar machen, komplett festmachen. Werder könnte morgen den zweiten Platz festigen. Und hat dann den Aufstieg in der eigenen Hand nächste Woche. Und Hamburg hat ebenfalls den Aufstieg in der eigenen Hand in Sachen Relegation. Das schauen wir uns jetzt an. Ich habe das Ganze mal ein Stück vorbereitet. So, das sind jetzt alles die Ergebnisse, die uns gerade nicht interessieren. Da mache ich jetzt alles mal gerade, selbst wenn Nürnberg hier auch nochmal gewinnt. So, okay. Das heißt, wenn jetzt, wir reden jetzt mal davon aus, dass Hamburg gewinnt, dass Schalke gewinnt, dass Bremen gewinnt. Dann ist die Tabelle wie folgt: Schalke auf 1, Werder auf 2, Hamburg auf 3. Und dadurch, dass Schalke 62 Punkte hat, können sie nicht mehr auf den dritten Platz rutschen, weil eben nur noch ein Spieltag ist. Heißt wiederum für alle anderen, Schalke wäre mit einem Sieg heute aufgestiegen. Dann geht es nur noch darum, ob sie Erster oder Zweiter werden. Wir hätten nächste Woche selber in der Hand, den zweiten festzumachen oder bei einem Schalke-Patzer zum Beispiel auch nochmal die zu überholen. Und Hamburg, und das ist die größte Überraschung, hat den dritten Platz selber in der Hand, wenn sie heute gegen Hannover gewinnen sollten. Also wenn der HSV heute gegen Hannover gewinnt, haben sie mindestens mal den dritten Platz in der, was heißt mindestens, haben sie den dritten Platz in der eigenen Hand. Dann ist es auch egal, was Darmstadt und Pauli macht, weil einfach Hamburg eine krasse Tordifferenz hat. Die haben eine Differenz von 32. Das ist einfach ganz, ganz brutal. Ja, und dann kommt der letzte Spieltag und ihr seht ja die Tabelle. Jeder hat diese Positionen, sind alle in der eigenen Hand. Also, Schalke, Werder, Hamburg haben ihre Position komplett gleich in der Hand. Und wir spielen am letzten Spieltag gegen Regensburg, Schalke spielt gegen Nürnberg und Hamburg spielt gegen Rostock. Das auch nochmal so für den Hinterkopf. Was ganz heftig ja daran ist, ist, dass Hamburg eigentlich abgeschrieben war. Von mir ja auch mal. Also ich hatte gesagt, glaube, es besteht nur noch so eine ganz kleine Resthoffnung, dass Hamburg irgendwie was mit dem Aufstieg zu tun hat. Aber dadurch, dass einige Mannschaften gepatzt haben und der HSV jetzt eben doch nochmal eine kleine Siegesserie gestartet hat, ist zumindest der dritte Platz mal greifbar nah. Ich glaube nicht, dass Werder oder Schalke jetzt nochmal so patzen wird, dass Hamburg auch Erster oder Zweiter werden kann. Mit maximal 60 Punkten, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich denke, dass der dritte Platz an den HSV gehen wird. Das ist eine Prognose, die ich jetzt mal reinschmeiße. Schreibt mal gerne ihr rein, was ihr glaubt, wie das Ganze ausgehen wird. Erstmal ist es jetzt krass zu sehen, wie die Tabelle dann letztendlich ist. Wir werden heute auf Twitch auch einige Spiele live streamen. Das heißt, behaltet Twitch gerne im Auge. Und ja, dann freue ich mich auf euch und mal gucken, wie das Ganze so wird. Und morgen sehen wir uns hier wieder ja auch mit. Ah, schön Werder gegen Aue und dem Gefühl im Kopf, dass sie es selbst in der Hand haben, morgen wieder auch mindestens mal Zweiter zu werden. Sehr geil. Also, euch noch einen weiteren gelungenen Start in den Tag. Bis dahin, euer Nico.